Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Beim letzten Mal haben wir ja Azazel gespielt, das erste Mal, und wir haben es sogar bis zu Idlifs geschafft und sind sogar noch im Shale noch ein bisschen vorgedrungen, aber schlussendlich an Monstro 2 gestorben. Na gut, dann hätten wir geschafft, wenn ich nicht so beschissen dieses grüne Ding verschossen hätte. Gut, wir versuchen es jetzt nochmal. Jetzt wissen wir das mit dem Laser, ja? Und das werde ich mir jetzt zu Herzen nehmen. Oh, direkt mal. Das werde ich mir zu Herzen nehmen und dann taucht hier ein Herz-Item auf. Durain, hä? Dieser Spritzeffekt, warum kommt denn der ab und zu und manchmal nicht? Achso, das ist, wenn man den gegen die Wand feuert. Achso. Eigentlich total cool. Oh, das war ein Bombentumor. Die haben wir bisher eigentlich auch noch total selten gesehen. Die mit den Spinnen sehr oft, aber die mit den Bomben nicht. Mann, direkt schon so beschissen getroffen worden. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, wir müssen es immer noch lernen, dass wir nicht eine sehr große Reichweite. Aber ich glaube, die Reichweite war. Hat sich schon geändert beim letzten Mal ein bisschen, oder? Minimal, aber viel nicht. Da oben ist eh schon der Boss. Versuchen wir es direkt. Pin! Wieder mit einem Kollegen dabei, ey. Bei dem Boss machen wir echt viel Schaden, also. Stell dir vor, wir würden 10.000 Damage-Items kriegen, ey, da wären die Gegner ja so schnell tot. Alter! Ja gut, der Pin, der hat ja nicht viel Leben. Damals gesehen. Er ist einfach explodiert. Ja, Speed up. Sehr schön, weil dem Azazel fehlt es ein bisschen an Speed. So. Weiter geht's. Was wir, genau, wir müssen uns auch wie bei Blue Baby drauf konzentrieren, dass wir so unterschiedliche Steine finden. Also diese schwarzen Steine, weil die müssen wir unbedingt sprengen, weil da Schilde rauskommen können, bis zu 2 Stück. Ah, aber apropos Schild, hier ist einer. Hey, wir haben das Satanherz ersetzt bekommen durch den Schild. War nicht schlecht. Wusste jetzt gar nicht. Na gut, beide Items sind vom Satan, auch die Seelenherzen sind vom Satan, glaube ich. Ah ne, sind auch vom Gott, weil der Gott hat auch Items, die auch Seelenherzen bringen. Die Bombe kann man nicht zerschießen, wir müssen das auch vor allem gar nicht. Das sind dann halt so schwarze Steine. Oh, eine Fernbedienung. Ah, Teleport. Ja, okay, verstehe schon. Können wir uns teleportieren. Im Notfall, können wir im Notfall machen, wenn wir in einem Raum sind, wo wir gerade echt scheiße dran sind. Oder wenn wir diesen Error-Raum suchen, der wirklich ganz, ganz selten vorkommen kann. Beim Original habe ich gelesen, kommt der Error-Raum zu 6,66%. Natürlich ist die Prozentzahl wahrscheinlich auf den Satanismus angelehnt, weil wieso sollte da 666 drin vorkommen? Level Junior, diesmal in einem Stück, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ah, das haben wir beim letzten Mal schon gehabt, Damage plus HP. Geht unser Damage wieder ab. Und wir haben wieder diesen Glitch. Grafik-Glitch. Okay. Yeah. Das bietet uns direkt mal... Oh. Na, ja, Pillen. Pillen mag ich nicht. Weil ich nie weiß, was sie bringen. Lockdown. Lockdown ist für uns ganz, ganz schlimm jetzt, weil... Ich wollte eigentlich die anderen Pillen einsetzen, aber dann bin ich rausgegangen. Na, wurscht. Ah, Schlüsselender, ja, der braucht übrigens ja brutal viel. Warte, ich spreng ihn. Vielleicht gibt er mir einen Schlüssel. Ja, wunderbar. Unten noch ein Schild. Weil den brauche ich nämlich. Oh, das ist schön. Da können wir jetzt durchdringend schießen, aber das bringt uns eigentlich nichts, weil der Laser geht so oder so durch. Eigentlich ist das Item nutzlos. Oder macht das unsere Schüsse stärker? Ich glaube nicht. Das macht. Das sorgt einfach nur dafür. Mann! Ich könnte über dem Abgrund schweben und tue es nicht. Stattdessen versuche ich immer einen auf Mr. Cool zu machen, aber das bringt ja nichts. Der Arzt ist wirklich schon so ein Charakter, bei dem man sich die ganze Zeit aufregen muss. Aber ich finde diesen Charakter cool. Aber ich finde es cool, dass der so einen Laser machen kann. Weil ich dachte, der schießt Blut oder so, aber nicht, dass der jetzt einen Laser schießt. Boah, Hilfe. Könnt ihr bitte an der Wand sein, dann könnt ihr wenigstens nicht schießen. Tot. Da jetzt, zum Beispiel.
Der Kackhaufen-Gegner. Der ist jetzt wirklich kein Problem mehr mit diesem Laser. Oh Gott, hör auf zu lenken, Spiel. Ja, ja, Fraps mischt sich wieder ein. Warum auch immer. Okay, jetzt benimmt sich's wieder. Laser, 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 Laser. Oh nein! Den kennen wir ja noch. Dark One. Moment. Den hatten wir einmal zu zweit. Was gibt's denn auch allein? Dann hatten wir die schwere Version oder was? Achso, ja, stimmt. Der macht ja den ganzen Raum dunkel. Der kommt immer da, wo ich stehe, ne? Ja, definitiv. Aber das ist ja sowas von asozial, was der da macht. Weil er rammt direkt wieder. Ey, was für ein Arsch. Ihr wisst ja, dass ich Rammgegner absolut hasse. Weil Rammgegner in Isaac so richtige Wichser sind meistens. Und tot. Oh ja, direkt wieder HP. Einfach mal drei Schilder. Nur das Problem ist, das wird uns wahrscheinlich nicht viel bringen, weil wir die jetzt wahrscheinlich in einem Schlag wieder verlieren. Curse of the Blind. Blind. Was? Oh nein, sag mir bloß nicht. Blind? Blind? Blindheit? Was für eine Blindheit denn? Oder meint man damit auch Blindheit? Ich habe keine Ahnung. Oh, okay, das ist eine schöne Pille. Die gibt uns... Oh, nein! Die Scheiße! Die hat uns gerade Herzen geklaut. Und legt sie halt raus. Was das bringt, ist aber keine Ahnung. Master Key, sehr schön. Sofort wieder einsammeln. Die Pille ist also neutral eher. Also, sie richtet nichts Schlimmes an, aber bringt auch nichts. Fragezeichen. Kriegt man dann einfach irgendwas, oder? Kann man durchschalten dann, oder? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir es nicht kaufen. Wir kaufen mal einen Schlüssel. Weil Schlüssel können wir gut brauchen. Zum Beispiel für hier. Ah, ne, wir haben ja... Ah. Da ist das Item, was im Shop war. What the fuck? Oh, Andy, kennen wir ja. Der müsste jetzt ja nicht mit dem Laser eigentlich total easy sein. Ja, ja. Sieht man auch. Vor allem haben wir jetzt Damage abgekriegt. Alter, bringt das viel. Habt ihr das jetzt gesehen, wie wir den Zerle... Moment. Was passiert, wenn ich das Item jetzt nochmal einsammle? Das hat ja Damage gebracht. Unsere Damage-Leiste ist voll. What the fuck? Was passiert, wenn ich es nochmal kaufe? Was passiert dann? Less is now more, plus 2 keys. Okay, es bringt gar nichts, aber ich habe jetzt 2 Schlüssel dafür gekriegt. Ja, ist auch nicht schlecht. Ist für denselben Preis dasselbe wert. Eben, es ist nutzlos, weil wir schon so viel Damage haben, wie wir haben können überhaupt. Wir haben jetzt also den ultimativen Damage. Und das wird uns nicht viel bringen, weil wir nicht... Wir haben zwar jetzt auch Leben... Aber was bringt uns das, wenn wir dann später trotzdem draufgehen werden, wenn wir keinen Speed und so finden? Deswegen müssen wir jetzt ganz doll hoffen, dass wir was anderes noch finden. Wir haben den Bonusraum noch nicht. Da ist der Boss. Okay, da... Irgendwie kann ich langsam mit dem umgehen, mit dem Laser. Es ist halt wirklich so, der ist halt wirklich so ein relativ schwieriger Charakter, weil mit dem muss man erst klarkommen, dass man mit dem Laser... dass man den auch schießen lassen muss, dass man gar nicht mehr danach drücken muss. Oder halt nicht darf quasi, weil er einfach dann nicht den vollen Schaden raushauen kann. Weil ihr habt es ja gesehen beim letzten Mal, als ich die ganze Zeit gedrückt habe, habe ich auch kaum Damage angerichtet, weil er direkt den Laser wieder abgebrochen hat. So wie ich es gerade vorhin jetzt wieder gemacht habe. Außerdem hatten wir beim letzten Mal ja noch Schwierigkeiten wegen diesem blöden Ding-Item. Oh, Vorsicht, das sind Bombenspinnen. Hier sind wieder nur Bombengegner. Ist das dein Ernst? Bombengegner sind für mich das Schlimmste, was es gibt. Ich spreng jetzt die Tür auf. Was, es geht nicht? Ja, jetzt geht's! Da ist gar nichts dafür. Nochmal. Tut on touch. Tut on touch? Was? Tut, was heißt tut?
Irgendwas bei Berührung. Wahrscheinlich gibt es mir einfach irgendwelche Effekte. Aber wieso ist das... Moment. Oh oh. Das ist kein Zufall. Dieses Fragezeichen-Item taucht jetzt überall auf. Ach so, ich furze, wenn mich jemand berührt. Das ist auch nicht schlecht. Das ist zwar nicht das Krasseste, was es gibt, aber... Tatsächlich. Dieses Item... Okay. Dieses Fragezeichen-Item taucht jetzt auf. Und zwar überall. Aber wieso? Ich... Gut, das war wahrscheinlich Glück, dass es da in der Kiste aufgetaucht ist. Einfach so. Das wird wahrscheinlich Glück gewesen sein. Aber als wir es eingesammelt hatten, hat das Spiel gesagt, okay, dafür nehme ich dir alle Items weg. Du darfst dann halt dafür kein einziges Item mehr haben. Du musst jetzt mit diesem... Das Fragezeichen-Item, das ist halt auch neutral, oder? Das kann uns entweder einen guten Effekt bescheren, wie das mit den Schlüsseln, oder das mit dem Furzeffekt, aber... Es kann wahrscheinlich auch einen negativen Effekt bringen, wahrscheinlich. Da freue ich mich schon überhaupt nicht drauf, wenn ich einen negativen Effekt erstmal habe. Hätte ich so ein Umkehrungs-Item, wäre ich über negative Effekte froh. Okay, hier ist jetzt wieder ein normales Item. Bumerang-Tränen. Oh nein. Bumerang-Tränen, ja super, bringt mir nichts. Das ist aber so ein nutzloses Item, was nichts bringt. Okay, dann war das vielleicht für die eine Ebene nur noch Fragezeichen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es gerade echt selber nicht. Es ist mein Kopf, der versucht gerade mathematisch zu überlegen, wieso das passiert ist mit dem Fragezeichen, aber... Nee, es war ein Scherz. Wieso sollte ich mathematisch überlegen? So. Ich versuche mal einen Geheimraum zu finden. Da ist nichts. Vielleicht da daneben. Da ist nichts. Vielleicht hier. Drain. Gut, ich geb's zu, man kann damit echt ordentlich abgehen. So, was gibt's hier? Naja, nichts Spektakuläres. Aber wir werden hier ein bisschen Geld spenden. Dann kommen wir mal auf die 50. Oh, wir haben wieder was freigeschaltet. There is an option. Oh, okay, ist zu. Leer. Also, er ist stecken geblieben, das will ich sagen. Duray. Duray. Oh. Hä, wieso? Achso, der hat gefeuert. Verdammt. Ich dachte, ich hätte ihn erwischt, aber... Da war ein Geistgegner. Das Coole ist mit dem Laser, wenn man reinkommt und schon aufgeladen ist, kann man direkt feuern. Zum Beispiel in dem Fall. Komm her. Du Ray. Du Ray. Du Ray. Sorry Leute, wenn ich euch mit diesem Sound nerv, aber dieser Sound of War ist einer dieser Ritter. Ja sicher. Wenn ich schon furze, soll das was bringen. Was hat es gebracht? Überhaupt nichts. Der ist gar nicht so schwer, dieser Ritter. Weil der Schlimmere ist der Tod oder dieser Neue, den wir freigeschaltet haben, wo ich den Namen nicht mehr weiß. Ah, jetzt wird er ganz einfach, jetzt läuft er uns nochmal hinterher. Und legt sich ab und zu auf die Schnauze. Okay, Bandage gehört halt. Und Satanherzen. Sehr schön. Über den Kopf, den sehe ich mich gar nicht. Vielleicht würde der was bringen, aber es ist mir jetzt scheißegal. Ich will einfach kein Risiko eingehen, dass das Item mir vielleicht einen negativen... Ich hatte den mal eingesammelt, diesen Kopf, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was er gebracht hat. Oh, lauter Zeug. Massig Zeug. Viel Geld. Und Schlüssel. Alles cool, mit, dass man mit dem auch alles einsammeln kann. Nicht so wie bei... Boah! Nicht so wie bei Blue Baby, dass man da nur Schilde einsammeln kann. Und dann... Und mehr nicht. Und Satanherzen vielleicht. Aber sonst nichts. Das ist, weil alles, was ja... Ihr habt es ja gesehen beim vorletzten Mal. Alles, was ja normale Herzen gebracht hätte, hat uns ein Seelenherz gebracht. Und mehr nicht. Aber wie viel Zeug... Da hätte jetzt wirklich so mittendrin noch eine Throwbomb sein müssen. Dann wäre das echt voll die Throwbomb gewesen. Weil die hätte mich fix jetzt erwischt. Auf jeden Fall. So.
nicht. Das ist wieder so ein Raum, der einen nur verarschen will. Wie diesen blöden Totenköpfen. Ein Sehen. Sehr schön. Jetzt sind wir bald voll, wenn das so weitergeht. Ach stimmt, man kann da zwei Gegner auf einmal killen. Und diese Doppelfliegen sind auch kein Problem mehr. Hallo, hör auf zu laggen, Spiel. Ich weiß ja nicht, wann ich schießen kann. Das ist doch nicht fair, ey. Hör auf zu laggen. Beim normalen Schießen ist es wurscht, aber nicht bei dem. Nein, das will ich nicht. Der Fool ist halt ein Item, mit dem wir uns zum Anfang teleportieren können. Pah. Alter, ist das krank. Wir können den einfach weglasern. Wortwörtlich. Wir lasern ihn einfach weg. Mehr ist da nicht. So. Hä? Die Truhe hat uns gerade geportet, oder? Ich wollte die Truhe sprengen eigentlich, aber... irgendwie hat es uns teleportiert. Die hat mich sogar teleportiert, oder nicht? Hä? Wieso kann ich keine Bomben mehr legen? Oh. Ich kann keine Bomben mehr legen. Was? Was? Ich kann keine Bomben mehr legen. Oh, wie scheiße. Wieso kann ich keine Bomben legen, verdammt? Vielleicht geht es nicht, weil wir diese Kiste benutzt haben. Vielleicht ist das so ein Bug. Weil ich die... Ach, das könnte sein. Vielleicht denkt die Bombentaste noch, dass ich noch während der Teleportation bin. Und deshalb kann ich jetzt gerade keine mehr legen, wegen diesem Glitch. Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Bug oder so. Vielleicht geht es im nächsten Raum wieder. In der nächsten Ebene. So, was haben wir hier? Ah, Mr. Boom. Wow. Ist ja so spektakulär. Das ist eine riesige Bombe, die mich selber auch wieder sprengt. Mehr ist das nicht. Ah, eine Kartenkiste. Kaufen wir mal. The Hermit. Okay, das bringt mich zum Händler. Ja, ich wollte nur gucken. Okay, wir können da nichts spenden. Ich glaube, man kann dann den ganzen Run nichts mehr spenden, wenn das mal passiert, glaube ich. Also wenn der Automat tatsächlich mal stehen bleibt. Naja, ist ja wurscht. Gehen wir zum Boss. Wer ist es? Die Mutter. Habe ich ganz vergessen, dass wir ja hier spielen. Alter! Der Damage. Ja, gut, der Fuß. Der Mutterfuß kriegt ja noch nicht mal den vollen Schaden eigentlich. Sondern das Auge. Boah! Das ist krass. Alter, der Damage. Sie mag uns zwar getroffen haben, aber uns kann es scheißegal. Oh, da ist wieder dieser Monsterraum. Was kriegen wir da? Nein! Ich gehe da wieder. Hä? Oh, okay. Ich gehe das nicht ein. Weil sonst müsste ich jetzt wieder 10.000 Bosse besiegen. Und das mache ich nicht. Ich finde es witzig, dass da trotzdem immer noch nur der Totenkopf von The Womp angezeigt wird. Obwohl ich jetzt auch zur Kathedrale muss, eigentlich. Wow. Ich versuche mich, wenn ich schon in so einen unnötigen Raum komme, dass ich da wenigstens nicht getroffen werde. Oh, komm, Teleport. Okay, jetzt bin ich irgendwo. Die Karussellgegner, die nicht schlimm sind, außer wenn das passiert. Jetzt habe ich sie alle gekillt. Oh Gott. Okay, die splitten sich jetzt auf, weil ich sie erwischt habe. Eigentlich sind die schlimmer, wenn die klein sind, ne? Weil die schießen ja dann. Vorher haben sie es ja nicht getan. Die kann man ja auch insta-killen. Eine Truhe. Über die Stacheln können wir ja fliegen. Ja, ich hole die Pille nicht. Mann! Den kennen wir ja, diesen idiotischen Gegner, der sich denkt, die Grammen. Nee, ist das nicht. Ich will den Gegner kennen. Dieses Gehirn muss weg. Oder was ist das? Nee, das ist doch kein Gehirn. Hört mir jetzt gerade auf, das sind doch nicht mehr Gehirne, oder? Das sind eher Gedärme, so ein Gedärmehaufen, der rumrollt. Mehr ist das nicht. Ah, Teleport. Oh Mann, jetzt haben wir Schlüssel verbraucht. Egal, wir haben so viele. Das ist wieder so ein unnötiger Raum. Ich hätte gern Teleport wieder. Teleport kann man alle zwei Räume einsetzen. Oh, cool. Das Dumme ist, man darf den Raum nicht verlassen, wenn man ein Item aufladen will.
Es sei denn, man hat eine Batterie. Aber sonst bringt es einem nichts. Das Dumme ist, wir wissen jetzt leider wirklich nicht, wo wir hin müssen. Okay, da lang. Wollte ich schon gerade sagen, wo ist denn der Bossraum hier? So unnötige Treffer. Oh, nicht der schon wieder, ey. Wie oft kommt der bitte noch? Der war beim letzten Mal ja auch schon. Wenn der jetzt alle Runs jetzt kommt, dann schreie ich, weil der ist ja sowas von dumm. Gerade mit Azazel habe ich es ja bei dem echt einfach. Den Gegner killt man gleich, damit er nicht nervt. Vorsicht, die Schüsse. Und letztes Mal haben wir uns die ein bisschen genervt. Komm schon. Stirb. Ja, das Pentagramm. Hä? Jetzt bekommen wir Damage. Oh, Karte. Das ist schön. Da bekommt man, glaube ich, auch Schilde, wenn man Schaden nimmt. Glaube ich. Also, das habe ich zumindest gelesen. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen viel im Wiki geguckt, aber das habe ich gelesen, dass man da Schilde bekommt, wenn man zu viel Schaden nimmt, glaube ich. Eine Pille. Was ist das für eine Pille? Ah, das ist diese neutrale, die nichts bringt. Die wo uns Herz klaut, aber welche wieder hinlegt, was gar nichts bringt. Nochmal dieselbe Pille. Ich hätte lieber die Pille mit der Lemon Party gehabt. Weil die bringt mehr als das Limonen-Item selbst. Das ist ja das Witzige. Das legt eine viel größere Pfütze, soweit ich weiß. Ja, sicher. Ramm mich. Wie hast du das geschafft, schräg zu rammen? Das ist sehr merkwürdig. Oder halt so... machen wir mal Teleport. Hat uns irgendwo hingeräumt. Das war gut. Okay, die Gegner kämen, naja. Range up, sehr schön. Bisschen mehr, auch wenn es nicht viel bringt wahrscheinlich. Ja, sicher. Ey, ich hasse es. Jetzt sind wir gerade so schön dran gewesen und jetzt muss so eine Scheiße passieren. Ah, wir bekommen ihn wieder. Sehr schön. Was ist das? Two of Diamonds. Ah, wir bekommen Fliegen. Sehr schön. Der schießt halt noch zusätzlich, aber es bringt ihm nichts. Ah, Bossraum. Wunderbar. Stimmt. So. It lives. Kennen wir ja schon. Das Fiese finde ich jetzt an dem neuen Herz allgemein, dass es angreift, selbst wenn man... Selbst wenn die Gegner da sind. Oh, das Herz tut halt seinen Verbündeten weh. Wusste ich gar nicht. Deshalb sind die immer gestorben. Was, Isaac? Verreck. Vor allem, ich habe jetzt auch endlich mal nachgelesen, warum dieser Ort überhaupt Worm heißt. Das ist die Gebärmutter der Mutter. Das erklärt auch, warum Eclipse hier ist. Warum es im Herz ist, verstehe ich zwar nicht, aber das erklärt zumindest, warum Eclipse da ist. Mann! Wir haben auch überhaupt keine Protection gegen nix. Geh weg. Blöd ist halt, sobald... Jetzt sind wir wieder im Shell mit so wenig Leben. Das ist halt wirklich total scheiße. Oh Gott. Ab hier ist das Spiel total asozial mit einem. Also mindestens ab hier stirbt man auf jeden Fall meistens. Weil hier kommt man wirklich nur durch, wenn man saugeile Items hat. Ich meine, klar, wir haben jetzt zwar den ultimativen Damage, aber was bringt das, wenn wir keine Projektil-Protection haben? Weil wir werden, selbst wenn wir jetzt zum Satan irgendwie kommen, werden wir trotzdem irgendwann verkacken. Ich glaub nicht mal. Vielleicht komme ich ja irgendwie so schneller zum Satan. Was ist das für ein Gegner? Okay, das sind diese einen Typen wieder nur in Satan-Form. Vielleicht kriege ich da nochmal was. Ja, sicher. Wieder ein Gegner geschenkt habe ich bekommen. Worauf? Sprengen wir den? Ja, Schild. Wunderbar. Hier ist ein unnötiger Raum. Aber wenigstens nur wieder solche Gegner. Die man wenigstens... Da, wo man ein bisschen Zeit hat. Okay, der Empress. Da kommt der Mutterfuß runter, der einem hilft. Das ist auch kein schwerer Gegner. Im Sheol könnten ja, wie man sieht, Bosse auch kommen. Okay, da ist der Satan tatsächlich. Weißt du, jetzt trifft mich der Fallen wieder.
Das ist so ein dämlicher Boss. Weg. Übrigens habe ich mal gelesen, dass die Satan-Sounds nur die Mutter-Sounds sind. Nur in rückwärts und langsamer, glaube ich. Zumindest war das im ersten so. Ob es hier noch der Fall ist, weiß ich nicht. Das Fiese an ihm ist, man muss jetzt zuerst den Fallen wieder besiegen, bevor man überhaupt den Satan selbst bekämpfen kann. Und ich kenne Satan hier leider nicht. Ich habe keine Ahnung, was der für Angriffe macht. Okay, jetzt denkt man sich, wir haben es geschafft, aber dabei hat man es noch lange nicht geschafft. Total gut. Ihr seht, da wären noch die Satanfüße runtergekommen, aber da der Gegner natürlich direkt in meiner Fresse gespawnt ist, bin ich durch den gestorben. Tja, wir haben es weit gebracht, diesmal. Wirklich sogar bis zu Satan. Aber wir haben es leider nicht geschafft. Wir sind bei Satan gestorben. Naja. Geil war's trotzdem, muss ich sagen. Ja, oh, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Zu viel gebracht. Oh, ich seh's, komm, du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?